Das ist Vanlife mit Wildlife. Hi, du reist so wie wir mit dem Auto durch Europa und willst nicht nur Waschmaschinen, Restaurants und Städte sehen, sondern auch mal Wildtiere in der Natur? Wir zeigen dir, wo wir Elche, Braunbären, Rentiere, Wisente und noch einiges mehr gesehen haben. Das Tier ruft. Los geht's! Große Wildtiere in Europa? Das klingt irgendwie unrealistisch. Zumindest für uns Mitteleuropäer. Ist doch bei uns fast alles zugebaut, urbar gemacht, überreguliert. Alles läuft nach Fahrplan. Kein Zufall darf dazwischen funken. Sogenannte Problemtiere werden schnell und unbürokratisch abgeschossen. Querdenker nach Möglichkeit weggeschlossen. Wo kommen wir denn hin, wenn jeder tut, was er will? Freiheit nur auf dem Papier. Pseudonaturschutz befriedigt die Elitengier. Wir sagen, wir lieben die Natur. Aber in Wirklichkeit fürchten wir sie. Doch irgendwo in der Ferne gibt es sie noch. Die echte Wildnis. Und dorthin wollen wir. Mit unserem Van. Da, Elche. Kackelfix. Elche! Endlich Elche, da sind sie schon auf dem Schild. Aber wo hier jetzt Elche vorkommen, das wäre mal geil, hier einen zu sehen. Vielleicht auf einer weniger befahrenen Straße. Ja. Daumen drücken! Märchen hat dort ein Reh gefunden. Und ich versuche es jetzt zu filmen. Ah, da ist es ja. Genau dort. Ich versuche mich jetzt mal anzunähern. Barfuß Indianerich. Da ist es. Ich versuche mich noch näher anzunähern. Es benutzt auch denselben Weg wie ich. Ich muss mich verstecken. Na, es ist irgendwo da im Gebüsch verschwunden. Ganz langsam. Ist nicht weggelaufen, sondern einfach weggegangen. Na gut, dann lasse ich das in Ruhe. Geh mal wieder zum Van. Spannend, so eine Sichtung vor dem Frühstück. Hier soll es einen Stellplatz geben, wo man mit hoher Wahrscheinlichkeit Elche sichten kann. Na, ob das klappt? Wunderbar. Der Vito baut jetzt hier gerade die Kamera auf, weil hier im Hintergrund sieht man eine ganze Menge Elche. Das ist echt der Wahnsinn. Bin jetzt fast vom Stangerl gekippt. Kommen natürlich fett wieder Autos durch. Wir haben früher die Elche als gedacht bekommen. Geil. Annette benutzt jetzt meine Kamera als Spektiv. Boah, das ist ja ein Männchen mit Schaufeln. Alter Norweger. So, wir wollen jetzt hier auf so einen Berg raufsteigen, wo man Moschusochsen eventuell sehen kann. Ja, und das ist die Anfahrt dafür. Schaut ziemlich chaotisch alles aus. Da hinten hoch. Also es geht da noch weiter. Okay, da sind wir auf diesem fetten Parkplatz hier. So wie es aussieht, müssen wir da oben rauf. Das ist angeblich eine halbe Stunde, bis man zu dieser Hütte kommt. Und hier die Moschusochsen anscheinend. Das wäre schon geil, die zu sehen, oder? Mara hat einen Kumpel getroffen. So, und da laufen wir jetzt rauf. Bis gleich. Wir sind jetzt hier in der rauen norwegischen Tundra. Es fieselt ein bisschen. Ein rauer Wind weht hier durch die Gegend. Ach, wunderschön trotzdem. Wir sind jetzt gleich bei der Hütte und wir nehmen euch da jetzt mit. Was für eine grandiose Landschaft da vorne. Hammer. Sieht man da was? Großen Sechs schon. Wunderschön hier.
Er hat dort im Visier einige von diesen Moschusochsen, beziehungsweise nur einen. Aber ich habe den noch nicht gespottet. Das ist vom Rentier. Ganz weich. Ja, ich kann nichts dazu sagen, weil ich nichts gesehen habe. Ja, ich habe auch nichts gesehen. Da soll angeblich ein Moschusochse gewesen sein. Der Biologe oder der Führer hatte sein Spektiv und sein Teleobjektiv mit der Kamera und mit dem Monitor drauf gerichtet. Und da hat sich irgendwas bewegt. Aber ich konnte leider das nicht finden, weder mit dem Fernglas noch mit dieser Kamera hier. So dass ich nicht drauf zeigen könnte, ach, das soll angeblich der Moschusochse sein. Ja, dann gehen wir mal ein bisschen weiter und schauen wir mal, was weiter ist. Da ist angeblich der Snohetta-Berg, der hat jetzt eine Wolkenkappe. Aber auch die wilden Landschaften sind wunderschön. Wir verlassen nun Norwegen. Vielleicht sehen wir in Mittelschweden noch etwas Wildlife. Wir haben beschlossen, jetzt lecker zu kochen. Mhm. Und zwar hier lecker Süppchen mit Reis. Und zusätzlich zum Kochen wollen wir auch lecker Fleisch grillen. Ich habe noch nie so einfach ein Feuer angekriegt wie das. Das war echt ein paar Sekunden. Weil die haben hier auch den ganzen Zunder schon trocken, auch Birke. Lecker. Na, dann probieren wir das mal. Saugeil. Während langsam die Sonne über dem Persofjärden untergeht, versammeln sich kleine Vögel am Ufer. Sie flattern aufgeregt zwischen dem Schilf. Manche fliegen dicht über der Wasseroberfläche und schlagen ein. Sicher sind sie auf der Jagd nach Insekten. Die tiefstehende Sonne färbt die Landschaft goldenrot. Wolken spiegeln sich in der glatten Wasseroberfläche. Heute ist es meist windstill. Noch später am Abend hören wir Kraniche in der Ferne. Wir sind jetzt hier in Finnland und fahren nordwärts Richtung Rovaniemi und werden dort den Polarkreis sehen, also die Markierung. Und vielleicht, wie war das, die Höhle des Weihnachtsmanns? Ja, so ein Dulikschiss wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob ich da hin will. Finito.